Hallo und guten Abend und willkommen zur DAX-Analyse für Freitag, den 9.10. 2000, nein, Quatsch, 8.10.2021. Wir befinden uns im Chart lang und schwarz. Eine Kerze entspricht 15 Minuten. Und gleich zu Anfang mal, es kam jetzt immer mal wieder die Frage, dass ihr auch mal Charts teilen könnt, weil das leider in den Kommentarfunktionen bei YouTube nicht geht. Ich setze jetzt mal einen Link drunter von einer Facebook-Gruppe, die ich heute gegründet habe. Die ist nicht sichtbar, das heißt, ihr kommt nur mit dem Link rein, 48 Stunden lang. Wenn Bedarf ist, werde ich den Link noch ein paar Mal teilen. Und wer dann Interesse hat, kann in die Gruppe rein und dort können wir mal ein bisschen diskutieren und machen und das Ganze eben vielleicht auch schöner darstellen. Was ich machen werde, ist, dass ich auf jeden Fall mal die Charts dort einstelle, weil sie doch schöner sichtbar sind. Das gefällt mir alles noch nicht so gut mit dem Exchange-Server, den ich da habe, auf den ich die JPEGs hochlade, beziehungsweise PNGs sind das, glaube ich. Bei Facebook ist das schöner sichtbar. Gut, jetzt kommen wir mal zum DAX. Wir hatten ja gestern immer noch diese Wolfewelle, die hier 1, 2, 3, 4, 5 ist. Und die schließt heute ab. Ne? Zweimal läuft er hier sauber an, bevor er dann oben drüber hinausbricht. Und man sieht immer noch, wie heftig diese Unterstützungszone ist, hier in der Nähe der 14.800. Ne? War ja gestern gesagt, er ist bis auf 15 Punkte rangekommen. Denn der Anstieg ist erstmal ordentlich. Die Bewegung hier wird beendet durch den Ausbruch hier aus der Linie, beziehungsweise Kanal. Die ist abgeschlossen. Könnte ein C gewesen sein. Man muss hier aufpassen. Rein von der Länge her. Das wäre die 3. Und die 3 ist nicht die kürzeste. Also könnte das ein EDT, sogar ein, nein, EDT ist es nicht. Es ist, wenn dann, ein Impuls gewesen. Die Kerze existiert, soweit ich weiß, nur im Lang und Schwarz. Das ist so, das sind diese Lang- und Schwarz-Ausreißer, die manchmal kommen. Das sieht immer gruselig aus, hat aber hier auf den Chart keinen Einfluss. Wir sind jetzt mal kurz im JFD Bank. Deswegen versaut uns der auch nicht die Zählung. Das ist ein Impuls hier, 1, 2, eine extendierende 3, 1, 2, 3, 4, 5, beziehungsweise hier eine Feldschuhe und dann läuft er wieder hoch. Und das hier ist auch ein sacksauberer Impuls. So, wir gehen mal zurück in Lang und Schwarz. So, von der Zählung her. Es war ja gedacht, dass wir irgendwann hier nach dem Abschluss, also 1, 2, 3, 4, 5, beziehungsweise sieht man hier, wie die 3 extendiert. Hier ist die 1, 2, dann ist hier die 3, 4, also die Zählung wurde ausgebaut. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Korrektur hier bekommen. Beziehungsweise irgendwo in der anderen Richtung. Ziel ist es jetzt, diese Korrektur abzuwarten. Möglicherweise setzt er dabei auf die Trendlinie zurück oder ganz typisch auf die Ausbruchsebene. Und das ist hier an der Stelle die 15.120 circa. Das ist die Ausbruchsebene. Hierhin setzt er meistens zurück, aber eben auch viel mal bis an die Linie. Wenn das eine 1 oder eine A ist, setzt er öfters weit zurück. Und dann haben wir die Fibonacci-Level zur Hilfe. Denn eine 1 korrigiert in eine 2 und die 2 läuft meistens
in diesem Bereich, also zwischen 15.041 und 14.988, also 50er und 61er Retracement. Und wir sehen auch hier drinne wäre die Trendlinie als ein Pullback, ein Pushback, Entschuldigung. Pullback, Entschuldigung. So, und danach kommt, wenn wir hier einen Impuls haben, noch ein Impuls. Ob der nun jetzt nur so ein Stückchen hochgeht oder macht hier solche Geschichten oder ein EDT, das wird sich dann zeigen. Es kann auch hier in eine 3 laufen. Solche Geschichten. Oder aber eben hier, das ist ja dieser Gedanke, A, B, C, der kann auch so hier laufen. Man sollte jetzt, also sprich, das sind die Unterstützungen, ja, abwarten, bis die Korrektur gelaufen ist. Beziehungsweise, die bildet hier möglicherweise einen Kanal. Wir das hier mal anschauen, dann ist die Bewegung hier möglicherweise beendet, ne? Die 2 und die 4 verbunden. Anlauf meistens die 1. Eins, 4. Das ist so ein typischer Anlauf für die A, B, beziehungsweise möglicherweise tiefer. Sehr starke Eigenschaft der 2, dass die auch hier durchgeht. Muss man jetzt abwarten, wie das aussieht. Fakt ist auf jeden Fall, dadurch, dass die Linie 2, 4 gebrochen ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Bewegung abgeschlossen ist. Im Hoch hier und als nächstes kommt eben wahrscheinlich auf einen Impuls folgt eine Korrektur. Das ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das am Ende auch anders aussehen kann, soll mal dahingestellt, aber wir arbeiten ja hier mit Wahrscheinlichkeiten. Und dann gehen wir eben darauf, dass wir hier den Kanal erkennen. Und dann hier irgendwo einen Einstieg in eine Bewegung bekommen, die so ist oder so ist nur oder hier oben hinausgeht. Das wissen wir noch gar nicht. Aber strategisch gesehen, hier versuchen reinzukommen. Fliegt der natürlich hier nach unten raus, weil es doch irgendwo was anderes ist, weil es hier irgendwo nur laufende Korrekturen sind, A, B, C, und er schließt hier irgendwo eine Korrektur ab, dann kommen wir gar nicht in die Verlegenheit, wenn der hier nicht anfängt, nach unten seitlich zu tänzeln, sondern hart nach unten geht, hat es den Vorteil, wir kommen hier gar nicht long rein, sondern wir können gucken, ob er irgendwo nach einem harten Schlag das Ganze umgedreht macht. Also im Idealfall, das ist mal das Short-Szenario, der kommt hier morgen heftig runter. Er muss hier wieder rein. Definitiv. Und dann fängt er an und macht solche Geschichten hier unten. Und dann ist hier der Trigger, um eben durch diese Unterstützung zu klammern. Und wenn der hier durchkommt, das ist eine riesengroße Unterstützung. Rein von der Strategie hier. Hier. Dieser ganze Bereich, der wimmelt nur so von Widerständen, Unterstützung. Hier 1, 2, 3, 4 riesengroße, hart sichtbare Anschläge, auch nicht nur im Stundenbereich. Wir können hier auch auf einen Tagesbereich gehen. Das ist alles hier abgezeichnet. Hier haben die Leute ganz fett ihre Unterstützung. Fällt diese Unterstützung, ist weit Platz nach unten. Und er bekommt natürlich Geschwindigkeit. Also es kann durchaus sein, dass wir irgendwo
dass das so ein letztes Aufbäumen ist. Beziehungsweise in Aufbäumenform in ABC seitlich. Und deswegen sollte man schauen, okay, wenn man hier so einen Kanal kriegt von der Strategie hier, dann kann man eben einsteigen in die 3 oder C, schießt er natürlich nach unten und macht uns das hier auf, dann ist das hier ein richtig harter, guter Short-Einstieg, wenn er uns sowas präsentiert, weil wir dann hier runter durchgehen und hier liegen ganz viele Stop-Losses für diese Long-Bewegung, die einige seit geraumer Zeit halten. Die gehen dann unter dieser Unterstützung wahrscheinlich raus oder größeren Anzahlen raus. So, das war's eigentlich schon für den Freitag. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Würde mich freuen, wenn sich ein paar an der Diskussion beteiligen in der Facebook-Gruppe. Ich muss immer mal sehen, dass ich Zeit dafür finde. Diesen Chart arbeite ich noch ein ganz klein wenig auf und stelle ihn da auch mit rein. Fragen dort stellen, Fragen unter dem Video stellen, auf jeden Fall. Und damit wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.